Der Chef der Staatskanzlei, Patrick Dahlemann, ist in Mecklenburg-Vorpommern im Rahmen seiner Sommertour unterwegs. Am Dienstagnachmittag besuchte er die Firma Egger Holzwerkstoffe Wismar GmbH und Co. KG. Gemeinsam mit Ralf Borchers, dem Werksleiter für Technik und Produktion bei Egger Wismar, konnte sich Patrick Dahlemann einen guten Einblick in die Unternehmensstruktur verschaffen. Gleichzeitig nutzte Ralf Borchers den Besuch, um Themen und Fragen zu platzieren, die ihn und das Unternehmen aktuell beschäftigen. Themen, die wir schon angesprochen haben und die für mich natürlich wichtig sind, sind gerade die Energiethemen, Gas, Strom, die sich ändernden Preise, mit denen wir eben konfrontiert sind und wo wir eben jetzt auch sicherlich uns abstimmen müssen, eben wie es weitergeht, eben wenn Gas dann eben noch knapper wird, eben gibt es dort Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen auf Abschaltlisten. Wo stehen wir dort in der Nahrungskette, wenn ich so sagen darf, weil das natürlich für unsere Produktion schon existenziell ist, zu schauen, wie wir den Betrieb aufrechterhalten. Man könnte wohl sagen, dass das aktuell die allumtreibende Frage ist. Wie kann einerseits Energiestabilität für die Wirtschaft gewährleistet werden und andererseits die große Herausforderung, nämlich die Bezahlbarkeit von Energie, im Blick zu behalten? Das ist nicht nur ein Thema im Kabinett in MV, wie uns Patrick Dahlemann erläutert, sondern auch in einer noch für diese Woche geplanten Konferenz der Staatssekretäre auf Bundesebene mit dem Chef des Bundeskanzleramtes Wolfgang Schmidt. Unser Land ist bereit, zu seiner Verantwortung zu stehen. Zum einen, was das Thema LNG und Lubmin angeht. Da freue ich mich, dass wir mittlerweile so weit sind, einen privaten Investor haben, der bereit ist. Bund und Land wollen das auch gemeinsam ermöglichen. Dazu gehört ein Genehmigungsverfahren. Daran arbeiten wir. Aber eben auch die Frage der Erdölversorgung von Schwedt über den Rostocker Hafen. Dazu stehen in dieser Woche entscheidende Termine auch an. Ich glaube, es hilft uns allen jetzt nicht, Panikmache zu machen, die Menschen wuschig zu machen. In Bezug auf Preis wird etwas auf uns zukommen, was uns gigantisch fordern wird, das ist richtig. Aber die oberste Priorität muss auch die Versorgungssicherheit behalten und daran arbeiten jetzt alle Ebenen. Im zweiten Teil des Besuchs stand eine Werksführung auf dem Programm. Auf über 900.000 Quadratmetern hat es Egger Holzwerkstoffe Wismar GmbH und Co. KG in den letzten 23 Jahren geschafft, zu einem der größten Arbeitgeber der Region zu werden. Mehr als 1.000 Mitarbeiter sorgen am Standort Wismar für die Herstellung von MDF-Platten, OSB-Platten und Laminatfußböden. Und das auf einem sehr hohen technischen Niveau.